Er ist das Gesicht und die Stimme von Him. Him, His Infernal Majesty, seine teuflische Hoheit. Ville Valo gründete die Band mit seinen Freunden 1996. Doch eigentlich wollte er gar nicht singen. Es war eigentlich eine Reihe von Zufällen. Ich sollte in der Band gar nicht Sänger werden, sondern Bassist. Aber wir konnten keinen finden, also musste ich es machen. Alles ziemlich spontan und improvisiert. Und genau das brachte den Erfolg. Denn erst Willes Stimme bringt die düsteren Klänge zum Schwingen. Him ist fast immer auf Tour. Kein leichtes Leben. Doch die fünf Freunde sind ein eingespieltes Team. Der Bassist ist unser Komiker. Er macht mit seinen Späßen das Leben auf Tour erträglich. Der Gitarrist ist eher stumm. Er sagt eigentlich nie was. Aber nach ein paar Jack Daniels wird er munter und ist nicht mehr zu bremsen. Jeder hat so seine Rolle, wie im Theater. Ein Fünf-Mann-Puzzle. Ihre Mischung aus Metal, Glamrock und finnischer Melancholie reißt die Fans mit. Fille auf der Bühne, ruhige Eleganz inmitten wilder Rock-Ekstasen. Sein Sexappeal treibt Frauen in die Ohnmacht. Er weiß, worauf es ankommt. Es ist lustig. Als wir klein waren, hatten wir diese coolen Bilder von Elvis und standen dann mit Tennisschlägern vorm Spiegel, um zu sehen, wie es mit Gitarre wohl aussehen könnte. Das gehört dazu. Auf der Bühne zu stehen, ist eine großartige Gelegenheit, Geld dafür zu bekommen, seine Idole nachzuahmen und sich zum Idioten zu machen. Coole Sache. Mit dem Album Greatest Love Songs Volume 666 beginnt der Erfolg von Him. Ville Valo hat noch lange Haare und blasse Lippen. Nach und nach verändert er sich, wird oft mit Doors-Sänger Jim Morrison verglichen. Ein interessanter Typ, aber ich kann seine Musik nicht ausstehen. Aber natürlich schmeichelt es mir, mit einer Legende verglichen zu werden. Auf jeden Fall mehr als mit Oli P. oder so. Baby, join me in there. So what you done, baby. Für seine Fans gibt es nur ihn. Wo Ville Valo auftaucht, kann er sich vor Mädchen kaum retten. Sie kommen mit eindeutigen Absichten. Ich wurde ihnen vernaschen die ganze Nacht. Überall so. Sein Tätowieren. Oh, ich wurde am Baumnabe anfangen bis zum Tätowieren. Oh, Baby. Oh. Ich werde immer rot, wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, wie toll ich bin. Also versuche ich meistens, den Kontakt mit Leuten, die unsere Musik mögen, zu vermeiden. Trotzdem überhäufen seine Fans den scheuen Finnen weiter mit Liebesbeweisen. Alle träumen davon, mit ihm zusammen zu sein. Und wirklich, Ville ist noch zu haben. Es wäre schön, eine Freundin zu haben, aber das ist ziemlich schwierig, wenn du mindestens die Hälfte des Jahres nicht zu Hause bist. Es ist ja schon schwer genug, den Kontakt zu meinen Freunden in Helsinki zu halten. Ich sehe sie einfach zu selten. Dafür können sich die Fans in Deutschland noch bis Ende April an Ville Valo und Him satt sehen und hören.